Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, heute feiern wir ein sehr großes Fest für Maria, ein großes, schönes Ereignis. Sie wird mit Leib und Seele aufgenommen in den Himmel. Und für sie ist der Himmel nicht einfach ein Ort. Für sie ist der Himmel diese Begegnung endlich mit Gott, dem Vater. Da staunen wir vielleicht etwas darüber. Aber jetzt sieht sie Gott, den Vater. Aber sie kommt auch zu Jesus, dem Sohn Gottes, und auch zu ihrem eigenen Sohn. Und das ist für sie eine sehr, sehr große Freude. Sie kommt zum Heiligen Geist. Sie kommt zu all denen, die vor ihr an Gott geglaubt haben. Und das ist wirklich etwas sehr, sehr Schönes. Ich denke heute auch an den Satz aus dem Propheten Jesaja, wo es heißt: Kann denn eine Mutter ihr Kind vergessen? Und selbst, wenn sie es vergessen würde, Gott spricht: Ich werde dich nicht vergessen. Und Gott hat Maria nicht vergessen. Und Gott hat sie aufgenommen. Sie, die für 9 Monate lang die Wohnung des Himmels war, die Wohnung für Jesus war und die in ihrem Schoß das Herz, den Leib Jesu gebildet hat, ihm ihr Blut gegeben hat, er nimmt sie auf. Und er nimmt die auf, die auch unsere Mutter geworden ist, am Kreuze. Und so sind wir getragen von einer sehr großen und starken Hoffnung, dass wir, wenn wir durch Maria auch noch einmal Kinder Gottes sind, uns von ihr tragen lassen, dass auch wir eines Tages dieselbe Freude mit Maria teilen dürfen, die ihr jetzt schon im Himmel zuteil wird. Möge der Herr uns stärken in diesem Vertrauen, in dieser Hoffnung, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.